Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, da sind wir zu unserem Sealed-Event live aus dem Trading Card Superstore mit mir, Matthias, und meinem Gegner Julian. Hi. Ja, wir spielen heute vier Runden Sealed. Wir sind jetzt in der ersten Runde, wir haben gerade unsere Decks gebaut, das ist jetzt die erste Runde und wir würden jetzt loslegen. Wir müssen nur noch auswürfeln, wer anfangen darf. Mhm. Jeder hat mal so einen schönen D20. Mhm. Einfach, wer höher würfelt. Yes. 11. 15, würde ich starten. Ja. Gut, dann hebe ich hier nochmal ab. Und dann können wir loslegen. Mhm. Falls ihr auch mal mit dabei sein wollt, könnt ihr euch auf unserer Internetseite trader-online.de Tickets kaufen. Und mit etwas Glück könnt ihr dann auch mal mit im Stream dabei sein. Ist auf jeden Fall immer sehr schön hier. Ich halte das mal. Das würde ich halten. Dann lege ich die drunter und starte mal. Ja. Dann viel Erfolg, viel Spaß. Dann lege ich mal einen versteckten Vulkan, der kommt getappt ins Spiel, kann rotes Mana erzeugen für 5 und den Opfern kann ich Entdeckung 4 anwenden, wie eine Hexerei. Und du bist. Dann fange ich an mit einer Karte ziehen und ich spiele das gleiche wie du. Okay. Dann bist du. Karte. Leg eine Insel und du bist dran. Ich ziehe. Spiele einen Forest, einen Wald und für 2 würde ich den Kompassgnom spielen. Mhm. Wenn der ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einer Standardland- oder Höhlenkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen, danach mischen und sie oben drauflegen. Mhm. Ich suche nach einer Höhle. Okay. Und zwar nach dieser Höhle. Mhm. Das ist die versunkene Zitadelle, die kommt getappt ins Spiel und wenn sie reinkommt, bestimme ich eine Farbe. Dann kann sie entweder tappen für die Farbe oder kann 2 Mana erzeugen von dieser Farbe, aber das darf ich nur ausgeben, um Landquellenfähigkeiten zu aktivieren. Mhm. Wie zum Beispiel dieses mhm. Entdecken auf dem Vulkan. Mhm. Möchtest du abheben? Nee. Dann lege ich den oben drauf. Da bist du dran. Ziehe ich. Leg eine Ebene. Und dann für 3 die Wasserflügel sperren. Das sind Erfolgsspeer, Fliegen 2/2. Wenn ihr ins Spiel kommt, erzeuge ich einen Lageplan-Spielstein. Hier haben wir auch direkt einen. Den kann ich dann opfern für 1 Mana. Und dann eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, erkunden lassen. Wie eine Hexerei. Und du bist. Dann habe ich mal, dann ziehe ich mal diese Zitadelle. Dann würde ich mal in mein Kampfsegment gehen. Mhm. Und mal mit diesem Golem angreifen. Die nehme ich. Nimmst du 2. Dann lege ich die versunkene Quelle und bestimme Weiß. Mhm. Habe ich irgendwas Weißes? Ich habe was Weißes. Ich klicke mal einfach was Weißes drauf, damit wir wissen, das war Weiß. Dann bist du dran. Mhm. Lege ich noch eine Insel. Dann würde ich erstmal für 1 Mana den opfern und die Wasserflügelsperren erkunden lassen. Das heißt, deckt die oberste Karte aus. Falls ein Land ist, würde ich es auf die Hand nehmen. Falls nicht, kann ich es entweder oben drauflegen oder auf den Friedhof. Das würde ich mal oben drauf liegen lassen. Das ist der Schwebesteinpilger, Artefaktkreatur Golem, 2/5 fliegend mit Abwehr 2. Das heißt, man muss 2 Mana mehr bezahlen, falls man den anvisiert.
Und für 2 Mana kann ich irgendeine Karte meiner Wahl aus einem Friedhof unter die Bibliothek ihres Besitzers legen. Mhm. Sie bekommen eine +1/+1 Marke. Und dann würde ich mal für 3 in der Luft vorbeikommen. Tuck. Dann würde ich für 2 Mana den Schiffswrack-Wachposten spielen. Das ist ein Mensch-Pirat, 3-3 mit Verteidiger, das heißt, er kann nicht angreifen. Aber solange ein Artefakt in diesem Zug unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, kann er angreifen, als ob er nicht Verteidiger hätte. Und dann bist du dran. Jupp. Ich spiele so einen versteckten Zuchtgarten als Land. Mhm. Ganz, ganz viele Höhlen. Da bist erstmal du dran. Okay. Dann gehe ich in meinen Zug. Ziehe den Schwebsteinpilger. Mhm. Dann würde ich mal für ein rotes und ein weißes Hilfe der Ahnen spielen. Das auf die Wasserflügel sperren, das heißt, ich kriege +2/+0 im Erschlag zum Ende des Zuges, aber ich erzeuge einen Schatzspielstein. Das heißt, ein Artefakt kommt unter meiner Kontrolle ins Spiel. Mhm. Das heißt, er kann jetzt angreifen. Dann würde ich mal für 5 in der Luft und 3 auf dem Boden. Da würde ich mal was versuchen. Mhm. Und den Kosminiumstrahl spielen, einer angreifenden oder blockenden Kreatur 4 Schadenspunkte zufügen auf deinen Flieger. Und dann 3 Schaden nehmen, wenn nichts noch kommt. Ja. Dann genau, bis zu 3 Schaden. Und dann würde ich für 3 Mana, opfer den Schatz, noch so eine Wasserflügelsperre ins Spiel bringen. Mhm. Kommt mit dem Lagespielstein. Und dann gebe ich erstmal ab. Ich enttappe wieder. Ziehe eine Karte. Für 3 Mana spiele ich mal den Wachposten der namenlosen Stadt. 3-4 mit Wachsamkeit und immer wenn sie angreift oder ins Spiel kommt, kriege ich einen Lagerplan. Dann würde ich diesen Lagerplan nochmal nutzen auf den Kompassgolem. Das ist ein versteckter Schatz, der geht mal ins Grave. Und der kriegt dann eine Marke. Und dann würde ich auch mal angreifen. Für 3. Alles klar, was passiert? Dann ist dein Zug. Tapp ich, ziehe eine Karte. Leg eine Insel. Okay. Dann würde ich erstmal für 2 in der Luft vorbeikommen. Da kann ich nichts gegen machen. Und dann für 5 den Schwebsteinpilger ins Spiel bringen. Der ist wie gesagt 2/5 Fliegen mit Abwehr 2. Und für 2 Mana kann ich eine Karte aus dem Friedhof unter die Bibliothek legen. Dann bist du dran. Dann toppen. Eine Karte ziehen. Wie viel Abwehr hatte der? 2, ne? Ja. Dann würde ich mal für 2 Mana eine Versteinerung spielen, verzaubert Artefakt oder Kreatur. Und das auf deinem Schlechter spielen. Die verzauberte Kreatur kann ich angreifen oder blocken und aktivierte Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Und dann würde ich in meinen Angriff gehen und dich mit den beiden Kreaturen angreifen. Okay, das wären. Ich krieg noch einen Lagerplan, weil es sie angreift. Dann würde ich hier blocken, so wie er liegt.
Ja, dann können wir zum Schaden gehen, beide sterben und du kriegst noch 3. Dann bist du auch schon wieder dran. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal für einen Mana hier den Lagespielstein opfern. Das hier erkunden. Das ist ein Land, das kommt auf meine Hand. Dann würde ich das Land auch mal legen. Und dann für 2 in der Luft kommen. Und dann für 3 so einen Sensenkrallenraptor spielen. 4-3 Dino. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, falls es nicht sein Zug ist, fügt ihm der Seelenraptor 4 Schadenspunkte zu. Hätte ich ein bisschen früher gebrauchen können, aber du bist. Ich habe aber noch nichts in deiner Runde gespielt. Der Strahl oder nicht? Ach ja, stimmt, den Strahl habe ich gespielt, ja. So, ich habe auch mal ein Land gefunden. Für 2 Mana würde ich dann erstmal die. Ja. Die Eisenpranken-Anwärterin spielen. Wenn sie ins Spiel kommt, lege ich eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl. Das wäre mein Wachposten. Und für 3 würde ich dann mal Iklimox Wachstumsriten spielen. Wenn das ins Spiel kommt, schaue ich mir die obersten 4 Karten meiner Bibliothek an, darf davon eine Kreatur offen vorzeigen und auf die Hand nehmen, der Rest geht unter die Bibliothek. Und in meinem Endsegment, falls ich 4 oder mehr Kreaturen habe, flippt das. Und auf der Rückseite habe ich ein Land, das macht entweder Grünes oder macht Grünes in der Höhe an Kreaturen, die ich habe. So, ich gucke mir da mal die obersten 4 an. Dann würde ich dir Kuzil Malut Vorbild zeigen. Das ist ein 3-3er, der sagt, deine Gegner können während deines Zuges keine Zaubersprüche wirken. Und immer wenn ein oder mehrere Kreaturen angreifen, deren Basisstärke kleiner ist als ihre momentane Stärke, ziehe ich eine Karte. Da würde ich in meinen Comet gehen und für 4-5 angreifen. Trigger, ich kriege noch einen Lageplan. Ja, das lasse ich durch. Ja. Dann bist dein Zug. Ich ziehe eine Karte. Kommt getappt ins Spiel. Dann würde ich für 2 in die Luft kommen. Ja, da kann ich auch nichts gegen machen. Und dann würde ich erstmal abgehen. Dann enttappe ich mal. Dann ziehe ich eine Karte. Und dann würde ich für 3 Mana mal diese Kreatur von gerade spielen. Okay, die kommt ins Spiel. Das heißt, du kannst keine Zaubersprüche diese Runde mehr wirken. Und immer wenn jetzt eine Kreatur, deren Stärke größer ist als ihre Basisstärke, dann ziehe ich eine Karte. So, für 2 Mana. Ich möchte gerne für 1 Mana einen Lageplan opfern auf meinen Wachposten. Das ist ein großer Dino, der geht mal in den Friedhof. Und dann benutze ich den anderen Lageplan auch noch auf ihn. Das ist ein Land, das geht auf die Hand. Das spiele ich auch noch aus, dann sind meine Lagepläne aber auch weg. Und dann würde ich in den Combat gehen, mit dieser Kreatur angreifen. Habe ich 2 Trigger, ich kriege einen Lageplan und ich ziehe eine Karte, weil ihre Stärke höher ist. Okay, der hat jetzt 5 vorne. Da würde ich einmal mit dem Raptor blocken. Ja. Dann benutze ich das Mana noch, um meinen Lagerplan zu benutzen auf den Anwärter. Das Land, das geht auf die Hand. Dann ist dein Zug. Okay. Dann würde ich für 7 Mana. Die dreifaltige Donnerhühne,
den dreifaltigen Donnerhünen ins Spiel bringen. 0-0 Attrakt-Kreatur Gnomen, der kommt mit 3 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Immer wenn er angreift oder ins Spiel kommt, erzeuge ich so viele 1-1 farblose Gnomen Artefakt-Kreaturen Spielsteine, wie seine Stärke beträgt. Das heißt, ich erzeuge jetzt gleich 3 für 2. Ein anderes Artefakt opfern kann ich einen plus 1 Marker auf ihn legen. Hast du Gnome? Sonst habe ich Gnome. Oh, also ich habe zumindest einen, da kannst du aber 3. Genau. Das heißt, jetzt erzeuge ich erstmal 3. Und dann bei jedem Angriff. Die 3 Gnome. Dann würde ich mal fliegend wieder vorbeikommen. 1, 2. Und dann bist du dran. So, dann ziehen wir mal. Spielen auf jeden Fall mal ein Land. Für 5 Mana würde ich die waghalsige Entdeckung spielen. Bis zu 3 Kreaturen meiner Wahl können diesen Zug nicht blocken. Mhm. Und Entdeckung 4. Ich sage, alle 3, deine 3 Gnome können nicht blocken. Mhm. Und dann habe ich Entdeckung 4. Das heißt, ich decke so lange auf, bis ich eine Karte finde, die 4 oder weniger kostet und darf sie entweder spielen oder auf die Hand nehmen. Alles klar. Ja, das ist doch mal eine Karte. Kaparokti, Sohn der Sonne. 4-4 und immer wenn der angreift, kann ich 2 ungetappte Artefakte und oder Kreaturen, die ich kontrolliere, tappen. Falls ich das tue, mache ich Entdeckung 3. Mhm. Der kommt ins Spiel. Mhm. Und dann würde ich in den Combat gehen und mit diesen 3 Kreaturen angreifen. Dann habe ich hier einen Trigger und ich kriege noch wieder einen Lageplan. Sieht schlecht aus, die 3 können nicht blocken. Wenn ich ihn blocke, dann kommen noch genug durch. Das heißt, ich muss einen von den anderen. Ja, dann blocke ich hier das Kätzchen. Ja. Achso, ich muss hier noch eine Karte, ne? Weil die Stärke höher war. Dann sterben beide. Und dann in meiner zweiten Hauptphase. Ich krieg 5 Schaden. Du kriegst 5 Schaden, genau. Für 2 würde ich noch die Malamat Kriegsglyphe spielen. Ich bestimme eine Kreatur, die ich kontrolliere und eine Kreatur, die ich nicht kontrolliere. Das sind die beiden. Falls meine Kreatur in diesem Zug ins Spiel kommt, kriegt sie eine +1/+1 Marke. Das ist sie. Und dann fügt meine Kreatur deiner... dann kämpfen sie gegeneinander. Ja. Alles klar. Und dann benutze ich noch den Lageplan auf die Katze. Dann decke ich noch so ein Ding auf. Der ist eigentlich ganz gut. Der bleibt liegen. Auch noch eine Marke. Der Lageplan ist wieder weg. Und dann bist du dran. Dann können wir das nächste spielen. Alles klar. So, habe ich dann noch was im Sideboard? Ja, auf jeden Fall habe ich alle Sachen im Sideboard. Muss man mal gucken.
So. Ganz schön viele Flieger, die du da hast. Mhm. Das stört mich. Du möchtest wieder beginnen, denke ich. Mhm. Das würde ich halten. Ja, bin ich dabei. Okay. Dann starte ich wieder mit so einem versteckten Vulkan und du bist. Machen wir genauso wieder. Ja. Ja, wenn das genauso läuft wie gerade, bin ich da voll bei. Dann bist du. Ein blaues. Und dann für zwei die eicherne Sirene. Das ist eine Artefakt-Kreatur, Sirene, Pirat. 1-2, fliegend wachsam. Es kann blaues Mana erzeugen, aber nur für Artefakt, Zauber oder Fähigkeiten einer Artefaktquelle. Mhm. Und dann bist du. Dann tapp ich mal, ziehe eine Karte. Ich spiele wieder die versunkene Zitadelle auf Weiß. Mhm. Gerade. Und dann für einen Mana würde ich mal das Jagdblasrohr spielen. Eine meiner Sideboard-Karten gegen dich. Mhm. Die ausgerüstete Kreatur dessen Ausrüstung und die ausgerüstete Kreatur hat +1/+1 und die ausgerüstete Todesberührung, solange es mein Zug ist. Andernfalls hat sie Reichweite. Mhm. Ausrüsten kostet 2 Mana. Dann bitte. Dann würde ich eine Ebene spielen. Eine Ebene, dann würde ich erstmal angreifen für 1 in der Luft. Da mache ich nichts. Und dann bist du erstmal. Dann enttappe ich, ziehe, spiele einen Wald und dann gebe ich auch erstmal ab. Okay. Karte. Dann leg eine Ebene. Dann würde ich wieder für 1 in der Luft kommen. Weil es hat Wasser oder so. Jo, nehme ich 1. Und dann für 4. Die Wegladung und Piraten, wenn die ins Spiel kommen, falls ich ein Artefakt kontrolliere, was ich tue, tappe ich eine Kreatur, ne? Das ist jetzt nichts und lege eine Betäubungsmarke und du bist. Am Ende deiner Runde würde ich für 3 Mana den Götzen der König der Tiefe spielen. Also ich kann ja das Artefakt tappen, ja. Ne, du kannst überhaupt was tappen, weil du musst so ein Artefakt kontrollieren, oder? Ja, wenn ich habe ja hier ein Artefakt. Ach so, ja, stimmt, dann kannst du das tappen. Ja, das und dann eine Betäubungsmarke. Das ist halt egal, ja. Weil das stimmt. Ist egal, ob getappt ist oder nicht. Ja. Dann spiele ich auf jeden Fall den Götzen des Königs der Tiefe. Aufblitzen Artefakt. Wenn das ins Spiel kommt, füge ich einer Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Das wäre die. Und das kann ich dann anfertigen für 3 mit einem Artefakt. Und auf der Rückseite habe ich eine Ausrüstung, die wird automatisch angelegt und gibt der Kreatur +2/+0. Und das Ausrüsten würde dann sonst 2 kosten. Dann gehe ich in meinen Zug. Ziehe. Spiele einen weiteren Wald. Dann für 3. Die Gesandten von Ukanib Ahau ist ein 3-3er und für 5 Mana kann ich einen
1-1 Gnome erzeugen. Mhm. Und für ein weiteres grünes, die Malamed-Kriegsglyphe. Ich bestimme 2 Kreaturen, die beiden. Mhm. Und falls meine Kreatur in diesem Zug ins Spiel kommt, kriegt sie eine +1/+1 Marke. Mhm. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander. Mhm. Und da kommt eine Betäubungsmarke runter. Mhm. Und dann bist du dran. Mhm. Dann leg ich eine Insel. Dann würde ich für 5 Mana einen Schwebsteinpilger ins Spiel bringen, 2 vom Fliegend Abwehr 2. Und für 2 Mana kann ich was vom Friedhof und die Bibliothek legen. Und dann bist du. Ich tappe, ziehe eine Karte, spiele ein Gebirge und für 5 Mana würde ich Palanis Brutmutter spielen. Mhm. 5-3, andere Dinosaurier, die ich kontrolliere, haben Eile. Wenn sie ins Spiel kommen, kriege ich 2 0-1er Ei-Kreaturspielsteine. Mhm. Und zu Beginn meines Kampfes und falls ich ein Ei kontrolliere, opfere ich ein Ei und daraus kommt dann ein 3-3er Dino. Mhm. Das würde ich dann in meinen Kampf gehen. Das wird auf ein Ei runtergehen und ich kriege einen Dinosaurier. Mhm. Der kommt mit Eile ins Spiel und dann würde ich dich mit diesen beiden Kreaturen mal angreifen. 4-4 und 3-3. 4-4 und 3-3. Du hast kein Mana mehr offen. Dann würde ich den 4-4er einmal blocken. Gut. Und 3 nehmen. Dann nimmst du 3. Dann ist dein Zug. Okay. Dann gebe ich erstmal ab. Dann tappe ich. Ziehe. Ich spiele so einen versteckten Zuchtgarten. Dann mache ich das Formkampf, weil da könnte was Cooles bei rumkommen. Mache ich mir 2 weiße Mana, weil ich eine Fähigkeit von einem Landquelle aktivieren möchte. Packe 3 weiteren zu, um 5 zu haben und würde dann den Vulkan opfern, um Entdeckung 4 zu machen. Dinomat. Du machst aber auch immer gut, Entdeckung. Ja, mein Deck ist halt auch gut gebaut. Ist ein 4-3er Dino, Dinosaurier Golem, Artefaktkreatur mit bedrohlich. Und wenn er ins Spiel kommt, kriegt eine andere Kreatur, die ich habe, Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ich würde das diesem Gesandten hier geben. Mhm. Dann würde ich in meine Kampfphase übergehen. Mhm. Das Ei wird geopfert. Darauf reagiere ich. Also auf die Fähigkeit an sich, genau. Okay. Dann ist das Ei noch da. Ich würde Tishanas Gezeitenbändigerin bringen und die ausgelöste Fähigkeit neutralisieren. Mhm. Dann verliert sie alle Fähigkeiten. Genau, ne? Dann verliert, falls eine Kreatur ist oder ein Artefakt, das auf diese Weise neutralisiert wurde, verliert jenes Band alle Fähigkeiten, solange sie im Spiel ist. Das heißt, jetzt hat der Dino keine Fähigkeiten. Ja, das heißt, meine Dinos haben auch leider nicht mehr Eile. Genau. Das heißt, der Dinomat kann doch nicht angreifen. Das ist natürlich schade. Aber dann würde ich trotzdem mal in den Kampf gehen. Mhm. Mit ihm angreifen. Mit ihm angreifen. Und der kann ja trotzdem. Der kann trotzdem angreifen. Ja, will ich mit dem angreifen? Was sagt meine Hand? Ne, der bleibt nochmal zurück. Nur die beiden. Okay. Dann würde ich den 4-4. Wieder hier mit Blocken. Das funktioniert nicht, der hat Bedrohlichkeit. Ah, der hatte ja schon, der hat Bedrohlichkeit. Aber dann den Dino zumindest. Ja, dann nimmst du 4. Mhm. Dann ist dein Zug. Okay. Dann würde ich für 1,
2, 3. Gefährten der Kartenzeichner, wenn ein Spiel kommt, erzeuge ich einen Lagespielstein. Und dann bist du. Dann toppen wir. Und ziehen wir eine Karte. Mhm. Für 2 Mana würde ich da mal das Jagdhorn ausrüsten. Uh-huh. Und zwar an dem Dinomat. Uh-huh. Und dann in meine Kampfphase gehen. Dann kommt wieder der Gesandte, der Dinomat und der Dino. Okay, der hat jetzt Todesberührung und +1/+1. Genau, ist jetzt 5/4 bedrohlich und Todesberührung. Mhm. Okay. Dann würde ich den 4/4er blocken. Mhm. Und der ist bedrohlich und den 3-3er. Den 3-3er würde ich so blocken. Mhm. Mhm. Das heißt, du würdest noch 5 Schaden nehmen. Ja. Gut. Da gehst du drauf? Ich hab nichts. Okay, dann will ich noch drauf. Ne? Das geht eigentlich nicht. Ich bin ja aktiver Spieler. Du, ja, mach, klar. Ja. Sorry, ich bin verwegt. Alles gut. Ich würde noch Kreaturen +1/+1 geben bis zum Ende des Zuges. Das heißt, er ist jetzt 3. Ja, er ist auch 3. Da passiert nichts. Hier tauschen dann nur beide. Tauschen dann die beiden. Okay. Sorry, ich dachte gerade, wir sind andersrum. Nee, alles gut. Alles klar. Das heißt, hier kriege ich noch die 5. Du kriegst noch 5, genau. Zweite Hauptphase. Uh-huh. Spiele ich mal so einen Pfeilgefrosch. Die süßeste uh-huh. Kreatur, die es gibt in uh-huh. diesem Set. Uh-huh. 1/1 Frosch, erzeuge einen Mana mit Reichweite. Uh-huh. Und für 2 Mana kann ich ihm Todesberührung bis zum Ende uh-huh. des Zuges geben. Und dann bist du dran. Okay. Dann nehme ich Mountain. Dann würde ich mal hier erkunden auf den Schwebstein. Mhm. Nächste Karte ist ein Land. Ich habe noch kein Land gelegt. Land. Dann würde ich für 4 Mana 3, 4 die nach einer Standardland-Karte suchen oder Höhle und getappt ins Spiel bringen. Hier eine Ebene. Und dann bist du auch schon dran. Dann ziehen wir. Ich würde mal versuchen, für 6 Mana den Treibsandstrudel zu spielen. Der uh-huh. kostet normalerweise 3 weniger. Wenn ich eine getappte Kreatur als Ziel habe, habe ich nicht. Also kostet 6 uh-huh. und ich würde dir den Binder ins Exil uh-huh. schicken. Passiert leider. Dann hat mein uh-huh. Brutmutter wieder ihre Fähigkeit wieder. Dann würde ich mal in den
Kampf gehen. Dann triggert jetzt mein Hüter wieder. Ich opfer das Ei und kriege einen Dino mit Eile. Und dann würde ich angreifen für 4, 5, 3, 5. Kriegt irgendjemand noch bedrohlich? Oder der hat bedrohlich. Der hat einfach. Der kriegt nur, wenn er reinkommt, gibt er einem anderen bedrohlich. Okay. Der hat 5. Ich kann hier den 4er blocken. Dann würden noch 8, noch 5, 8, 13 durchgehen. Ja, wenn ich den stärksten noch blocke, gehen trotzdem 8 durch. Ja, ja. Okay. Aufschauen wir auch nicht schlecht. Sehr schön. Gut, das war's dann hier mit der ersten Runde. Und wir sehen uns gleich wieder zur zweiten Runde. Dann ciao, ciao. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Runde des Seals dieses Wochenende hier im Trader. Ja. Die verlorenen Höhlen von Ixalan. Wir haben alle 6 Booster aufgerissen, Deck rausgebaut. Machen das Beste hoffentlich draus. Ja, ansonsten, wenn ihr sowas auch super findet, kommt vorbei. Trader-online.de, ihr Reiter Events, holt euch ein Ticket, kommt vorbei, spielt mit. Nette Leute treffen. Ja. Und gewinnen. Auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Apropos gewinnen, wir gucken mal, wer den Würfelwurf gewinnt, um anzufangen. Hoch? Ja, ne? Ja. 7. Solider Durchschnitt. 10. 10 ist Überdurchschnitt. Ja, willst du anfangen? Ja. Verrückt. Dann hebe ich mal ab. Ja. Ich starte den Timer. Und du? Ja, ist in Ordnung. Alles klar. 7. Dann sage ich schon mal viel Spaß, viel Glück. Dankeschön. Und guck mal, inwieweit mir das hier gefällt. Mir gefällt es nicht. Ich versuche das. Ja, mit einem Land. Schwierig, ja. Ja. Nicht ganz so ansprechend. Ansonsten Michael gegen Eike. Genau, hallo. Aktuell in der zweiten Runde. Sieben Karten. Jo, das gebe ich. Dann zeige ich dir einen Wald und du darfst machen. Dann ziehe ich Wald und du bist. Dann ziehen wir eine Insel und ein Kompassgnom für 2. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einem Standardland oder Höhle durchsuchen, sie offen vorzeigen und dann mischen und oben drauflegen. Ich nehme eine Ebene und dann bin ich fertig. Dann mache ich sie. Ja, du kannst schon mal anfangen. Dann ziehe ich schon mal. Spiel ein Wald und für 2 Mana spiele ich den Malamed-Schläger. Immer wenn der Malamed-Schläger angreift, verursacht eine angreifende Kreatur deiner Wahl Trampelschaden bis zum Ende des Zugs und ist eine 2-2. Und gebe einen Zug ab. Dann darfst du noch abheben, wenn du möchtest. Yep. Die Ebene lege ich mal so rum drauf, weil wir sowieso wissen, dass ich sie, wenn ich sie jetzt in meinen Zug gehe, ziehe. Und dann spiele. Oha. Dann haben wir 3 Mana. Schwierig, schwierig. Gehen wir mal in Combat. Für 2. Nämlich? Dann zweite Main. Lege ich einen gepanzerten Sippenrufer. 3 Mana, 3-3. Wenn er reinkommt, kann ich dir einen Dino aus meiner Hand vorzeigen. Was ich nicht will. Komischerweise. Falls ich das tue,
Kriegst du oder falls ich einen anderen Dino kontrolliere, würde ich 3 Leben bekommen. Mhm. Also bekomme ich kein Leben. Okay, ja. Bin ich? Ja. Tippe, ziehe. Spiele eine instabile Verwerfung, die erzeugt ein Colorless Mana und für ein Mana und Tappen und Opfern der instabilen Verwerfung zerstöre eine Nicht-Standardland deiner Wahl, das ein Gegner kontrolliert. Jener Spieler kann seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach mischen. Du erzeugst einen Schatzspielstein. Mhm. Und für 3 Mana spiele ich den verwüstenden Brontodon. Für ein Mana und Opfern des verwüstenden Brontodons zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl und ist eine 3-4er. Ja. Und damit gebe ich meinen Zug ab. Dann tappen wir mal. Ich ziehe eine Karte. Auf jeden Fall spielen wir schon mal einen Wald. Und dann macht, glaube ich, das gerade am meisten Sinn. Ja. Fangen wir an mit einem OT-Clan-Wahrzeichen. Wenn er reinkommt, hält sich 2. Und kann später anfertigen für mit einem Artefakt. Also für 2 und ein weißes und ein Artefakt aus dem Spiel oder aus dem Friedhof exilen. Wird er auf seine Rückseite flippen. So. Dann hält sich 2 was. Der nach unten, der nach oben. Mhm. Dann habe ich für 3 Mana einen Lenkdrachendiebin. Mhm. 2-3 fliegend Abwehr 1. Wenn sie reinkommt, kann ich für jeden Spieler bis zu ein anderes Artefakt oder Kreatur bestimmen. Ich wähle den Brontodon. Mhm. Und bei mir nichts. Mhm. Solange er im Spiel ist, wird die Karte, sie verliert alles andere und wird zu einem Schatzartefakt mit Tappen, ja, mhm. Tappenopfern für einen Mana. Das ist jetzt einfach ein Schatz, solange er auf dem Feld ist. Mhm. Ja, ich könnte es auch bei mir machen, das möchte ich aber gerade nicht. Geh in Combat mit den beiden. Dann block ich hier. Ja, stirbt hier beides und 3 kommt durch. Dann darfst du. Untap, draw. Dann spiele ich erstmal einen Forest. Und ich opfere den Schatz für einen plündernden Pirat. Der dann einen Schatz macht. Noch einen Schatz. Weg mit dem Dino-Schatz. Ja. Braucht doch niemand. So, und dann spiele ich noch für 2 Mana den Malamed-Schläger. Mhm. Und du bist dran. Noch so einer. Enttappen wir mal. Der plündere Pirat macht einen Schatz, wenn er ins Spiel kommt. Und er ist wieder der, wenn er angreift, kann eine andere Kreatur. Kriegt Trampelschaden bis zum Ende des Zugs. Mhm. Ja. Ich gehe meinen Zug, ziehe. Und dann würde ich mal ein wegsuchendes Axtmaul spielen. Mhm. 4-3 Dino, wenn er reinkommt, erkundet er. Heißt, ich decke die oberste Karte meiner Bibliothek auf. Wenn es ein Land ist, kann ich sie in die Hand nehmen. Ansonsten kann ich entscheiden, ob ich sie in den Friedhof lege und er kriegt eine 1-1 Marke. Heißt, er kriegt schon mal eine 1-1 Marke. Mhm. Und dann frage ich mich, ob ich das gerade... Finde ich eigentlich ganz gut in... Der bleibt mal liegen. Mhm. Ja. Dann gehen wir in Combat. Und die beiden greifen mal an. Dann doppelblocke ich ihn. Ja. Passiert soweit. Ich komme hier für 2 durch. Mhm. Hier würde ich gerne, dass diese beiden sterben. Yep. Dann bin ich fertig. Dann untappe ich. Ziehe eine Karte. Dann spiele ich für 5 Mana Wanderung mit den Urahnen. Bringe eine permanente Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ich nehme den
verwüstenden Brontodon. Ja. Und dann noch Entdeckung 4. Schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nicht-Landkarte mit Mana-Betrag 4 oder weniger ins Exil schickst. Wirke sie oder ihre Mana-Kosten, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Oder nimm sie in die Hand. Oder nimm sie auf die Hand. Lege den Rest der zufälligen Reihenfolge wieder unter die Bibliothek. Da ist schon die erste. Die kommt rein. Dann kommt der Effekt. Wachsamkeit 3-1. Wenn die Wegfinderin der Flussherolde ins Spiel kommt, erkundet sie. Ja. Ich erkunde. Das ist kein Land, also kriegt schon mal einen Token. Mhm. Lass ich die drauf. Die kommt in den Friedhof. Ja. Und ich gebe mal einen Zug ab. Dann tappen wir mal. Ich muss mir die Karte und deren Rückseite nochmal durchlesen. Mhm. Okay, ja. Okay. Jetzt die Frage, was davon ist besser? Beides verdammt gut. Das höre ich ungern. Ja, komm. Fangen wir an mit Abuelo, Echo der Ahnen. 3 Mana, 2-2, fliegend, Abwehr 2. Mhm. Für 1 ein weißes und ein blaues schickt er eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt meiner Wahl, das ich kontrolliere, ins Exil. Zu Beginn des nächsten Endsegmentes kommt es wieder unter dessen Besitzer ins Spiel zurück. Mhm. Dann gehen wir mal in Combat. Er greift auf jeden Fall an. Ja, komm. Wir sind hier nicht, um nur zuzuschauen. Dann blocke ich hier. Würden hier beide sterben und ich komme für 2 durch. Dann bin ich fertig. Dann an den Teppich. Ziehe eine Karte. Für 2 Mana führe ich Waldumwandlung durch. Ich kann diese Karte abwerfen. Du suchst deine Bibliothek nach einer Waldkarte, zeig sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Ich merke, die Länder klappen gerade nicht ganz so. Nee. Es geht besser. Sagen wir mal so. Ich kämpfe mich durch. So, dann spiele ich den auch sofort. Und für 3 Mana spiele ich den verwüstenden Brontodon wieder. Ja. Wieder für 1 Mana Opfern des Brontodons und zerstöre Artefakte oder Verzauberung deiner Wahl. Und dann greife ich für 2 an. Ja, block ich nicht. Und du bist. Untap, draw. Spiele mal mein Land für den Zug. Ja. Dann für 2. Würde ich doch mal sagen, abwärts in die Schlucht. Mhm. Ich würde sagen, Abuelo würde jetzt, also es hat 2 Möglichkeiten, entweder zerstöre Artefakt oder Verzauberung meiner Wahl. Mhm. Ich entscheide mich aber fürs nächste. Eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, erkundet, dann erkundet sie. Mhm. So. Kriege eine Marke und ich darf entscheiden, ob es oben drauf bleibt oder weggeht. Mhm. Friedhof. Mhm. Dann nochmal. Auf jeden Fall noch eine Marke. Mhm. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Darf mal liegen bleiben. Mhm. Dann würde ich in Combat gehen. Ja. Für 6 in der Luft. Ja, kann ich nichts machen. In meiner zweiten Hauptphase würde ich gerne Abuelos Fähigkeit aktivieren. Mhm. Und ihn ins Exil schicken. Ja. Dann gehe ich in meinen Endstep, er kommt wieder. Mhm. Das ist ein Schatz. Ein Schatz, also wieder. So, bin ich? Ja, also soweit hat, was mein Deck tun soll,
schon mal getan. Dann ziehe ich eine Karte. Ja. Dann gebe ich auf, weil ich wieder in den Wald gezogen habe. Und deine Dinos Schätze sind. Meine Dinos sind Schätze, ja. An sich nicht das Problem. Die Mana Base. Lass mich raten, was vor allem der Fehler war, es waren sehr viele Wälder. Ja, korrekt. Ich hatte so viele rote Karten. Aber du hattest doch Schätze. Ja. Die habe ich ja dann auch genutzt. Aber hat nicht gereicht. Baue ich nochmal um. Ich weiß nicht, wo das lohnt. Ah, ich probiere es einfach nochmal. Ja. Dann möchtest du mit Sicherheit jetzt aber anfangen. Ja, gerne. Und auch mal einen Mountain ziehen. Gut, dann jetzt aber nur Mountain. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich war relativ zufrieden damit, dreifarbig. Ich hatte zwei Länder in der Starthand und habe mir das dritte rausgesucht. Hm. Das ist ganz gut, ja. Das ist wieder ein Mulligan. Ich versuche das. Kein Glück bislang. Vielleicht ändert sich jetzt alles. Mhm. So, 3 und 7. Ja, das ist gar kein Land. Dann runter auf 5. Ja, manchmal ist das so. Teil vom Spiel. Ist so. Da bleibt spannend. So, diesmal aber. Du kannst einfach zu gut abheben. Oder du nicht gut genug mischen. Oder beides. So. Jetzt aber. Oder zu gut mischen, dann sind nur die Länder oben und ich lege sie alle weg. Ja, nee. Kann ich nicht. Ei, da tut mir jetzt. Ja. So ist das. Die erste Kreatur war 5 Mana und ein Land. Du weißt aber schon, bei 4 Karten hält man aber auch so ziemlich alles. Ja, jetzt halte ich auch alles. Gerade war ja noch 5. Eieieiei. Ja, das hatte ich auch noch nicht. Ich habe schon mal ein Spiel im Standard mit 4 Karten gewonnen. Ja? Alles möglich. Ja. Aber im Standard ist auch noch was anderes. So, jetzt aber. Ich will auch alle aber spielbaren Karten wegmachen, ja. Nur das Land halt. Aber schlussendlich war das dann auch war ein Spellslinger-Deck, also viele Instant und Sorceries und wenige Kreaturen. Mhm. Zwei Länder, 2 Spells, keine Kreaturen. So, 4 Karten halt. Ja. Ja, machen wir doch mal. Dann darfst du auch noch anfangen. Ja, du bist. Versteckter Zuchtgarten. Hm? Ein Land, das getappt kommt, für grün tappt. Es ist eine Höhle. Für 4 und grün und opfern kann ich Entdeckung 4 machen. Nur wie eine Hexerin. Ich lese nochmal vor, da war instabile Verwerfung, erzeugt einen Color des Mana und für ein Mana und Teppen opfere ich die instabile Verwerfung. Zerstöre eine Nicht-Standard-Landkarte meiner Wahl, das ein Gegner kontrolliert. Der Gegner kann sich dann eine Standard-Landkarte aus dem Deck suchen, ins Spiel bringen, danach mischen und ich erzeuge einen Spielschatzstein. Ich ziehe eine Karte, spiele ein Mountain. Ich habe scheinbar Fans. Let's go! Ja! Und... Oh, rot. Jetzt wird's ernst. Du bist dran. Enttappen. Ziehen. Ebene.
und ein Felgefrosch. Mhm. Reichweite, tapfer ein Mana einer beliebigen Farbe und für 2 Mana kann eine Todesberührung kriegen. Mhm. Ende deines Zuges, für 2 Mana Gebirgsumwandlung. Ja. Durchsuchende Bibliothek. Nach Gebirgekarte. Ist doch schon eins. Mhm. Im Friedhof, die geht auf Hand, dann beginnt mein Zug, ich enttappe, ziehe eine Karte, spiele ein Mountain und für 3 Mana spiele ich den plündernden Pirat. Wenn der ins Spiel kommt, erzeuge ich einen Schatzspielstein. Der Schatzspielstein kann ich tappen und opfern und erzeugt einen Mana meiner beliebigen Farbe. Und du bist dran. Tappen wir. Ich ziehe eine Karte. Viel entsprechende Ader. Mhm. Tapp für ein farbloses oder für 1 tappen opfern. Suche ich nach einem Standardland und bring es getappt rein. Dann legen wir für ein weißes einen Ruinenfledderer. 1-1 fliegend Lifelink in meinem Endsegment und falls ich in diesem Zug abgestiegen bin, Hellsicht 1. Mhm. Dann. Guck mal, dein Fan ist fair. Was? Viel Erfolg. Dankeschön. Da ist jemand nicht treu. Nein, das ist nur fair. Ja, das ist nur fair. dann bin ich fertig. Dann tappe ich, ziehe eine Karte. Dann greife ich an. Block ich nicht. Dann spiele ich für 4 Mana die Felssohlenschildkröte. Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Flussigkeit. Jede Kreatur, die ich kontrolliere und deren Widerstandskraft größer ist als ihre Stärke, weist Kampfschaden in ihrer Widerstandskraft anstatt ihrer Stärke zu. Und ist eine 0-6er. Und der Schaden macht wie ein 6-6er. Ja. Und du bist. In deinem Endstep flashe ich eine Malamed-Sense rein. Mhm. Für 3 Mana ist es eine Ausrüstung, die +2/+2 gibt. Ausrüsten 4. Aber wenn sie reinkommt, kann ich sie an eine Kreatur anlegen, die ich kontrolliere. Mhm. Und dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Dann legen wir mal einen Wald. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem, was hier passiert. Für ein grünes spiele ich eine überraschende Wendung. Mhm. Eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, erkunden würde, stattdessen Hellsicht 1. Und dann erkunden. Mhm. Wenn sie reinkommt, erkundet eine Kreatur meiner Wahl. Ich würde sagen, die Fledermaus. Mhm. Dann Hellsicht 1. Das ist nicht schlecht, aber. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich das will. Ja, ich lasse es mal liegen. Was ist es? Dann erkunde ich und zeige es dir. Hm? Ein Wegsucher-Axtmaul. So, dann haben wir die ersten beiden Sachen abgeschlossen. Ansonsten kann das Ding noch immer, wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt und ich 7 oder mehr Länder habe, wird es transformiert. Mhm. Ich bin auch auf 4 Länder, also wird es noch ein Weilchen dauern. Ansonsten für 3 Mana. Ja. Blau und 2. Mhm. Ein Wasserflügelspeerin.
2-2 fliegend erkundet. Dann mache ich Hellsicht. Oh, ich lasse es oben. Dann erkundige ich. Immer noch ein Axtmaul. Nee. Achso, erkundet der? Er macht einen Planspielstand. Ah, ne, er macht einen Lageplan. Ja. Noch besser. Eins tappen, ich opfere den Lageplan, er erkundet. Ja. So. Dann würde ich in Combat gehen. Mhm. Für 3-5 in der Luft mit Lifelink. Ja. Ja. Ich mach den mal aus dem Muss. Jo. Das war unfair genug. Du darfst. Ach, was soll's. Gucken wir mal, was ich ziehe. So. Dann opfere ich die und zerstöre deine Höhle. Ja, dann also darf ich nach einem Land suchen. Genau, du darfst nach einem Land suchen und ins Spiel bringen. Eigentlich mag ich das Axtmaul, aber ich glaube, ich mische das Axtmaul rein und suche mir eine Insel. Und ich erzeuge einen Schatzspielstein. Bis. Fügt einer Kreatur deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich 2 oder die größte Stärke unter den Dinosauriern ist, die du kontrollierst, je nachdem, welche Zahl größer ist. Mhm. Und dann greife ich dich für 9 an. Passiert leider. Und du bist. Dann tappen wir. Ziehe eine Karte. Spiele ein Land. Bringt gerade alles nicht so viel. Springen wir einen Malamet-Schläger. Wenn er angreift, darf ich einer angreifenden Kreatur Trampel bis zum Ende des Zuges geben. Und dann. Ja, wieso nicht? Ich opfere das Ding, suche mir ein Basisland. Dafür muss ich eins tappen. So. Ich hol mir mal einen Wald. Dann würde ich in Combat gehen. Für 5 in der Luft wieder mit Lifelink. Ja. Dann bin ich fertig. Dann untappe ich alles. Heben. Ziehe eine Karte. Greif nochmal für 9 an. Dann würde ich die Schildkröte hier blocken. Machst du noch was? Ne. Dann vor Damage bezahle ich 2, damit der Todesberührung kriegt. Stimmt, die kann ich auch selbst tappen. Ja. Und genau. Dann würde ich noch 3 Schaden nehmen. Genau. Und dann für 3 Mana spiele ich noch einen plünderenden Pirat. Und mach 9 Schatz. Und du bist. Enttappen wir. Ziehen eine Karte. So. Ja, wieso nicht? Für 2 verzaubere ich diese Kreatur, weil ich eine Kreatur auf Fahrzeug verzaubern kann. Wenn er reinkommt, kann ich 2 Karten millen.
Das mache ich mal. Und ansonsten die verzauberte Kreatur hält minus x minus 0, wobei x Anzahl an Permanenten in meinem Friedhof. Mhm. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Also minus 3, 2 ist das. Theoretisch ja. Dann gehen wir mal in Combat. Mhm. Die beiden greifen an, er gibt ihm Trampel. Mhm. Ja. Ja, ich block mal. Daran steht nur deiner. Und 5 Schaden. Oh. Und 5 Leben. Gucken dann wir mal. Bin ich fertig. Dann schauen wir mal. Ich kann sogar noch was machen. Ich opfere den Schatz. Spiel Isquid. Eile. Wenn der ins Spiel kommt, kann ich 2 Mana zahlen und wenn ich das zufüge, dann Dinosaurier meiner Wahl, die ich kontrolliere, eine andere Kreatur meiner Wahl, Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Dann greife ich für 5 an und sage, gutes Spiel. Ja. Ja gut, der große fliegende Lifelinker, beziehungsweise ja, deine Dinos sind Schätze. Und Mulligan auf 4. Ja, das alles Faktoren. Kommt schade. Alles erschwerend hinzu. Schade, schade. Ja. Aber gutes Deck auf jeden Fall. Ja. Baut gut aufeinander auf. Ich war persönlich nicht so überzeugt von dem, was ich geöffnet habe. Aber gerade diese beiden Kombinationen hatte ich in der in der Hinterhand, in der Überlegung. Ja, aber ist auch aber wirklich so. Also alle die guten Karten. Also die habe ich in der ersten Runde habe ich die habe ich beide Male habe ich ihn draußen gehabt und ja, der ist halt wirklich sehr stark. Und wo ist er dann noch? Und dann den noch, hatte ich beide auf dem Feld und dann ist halt auch schwierig. Und dann noch mit ihm, da kann ich dann 7 Schaden schießen. Das war ganz lustig, aber wenn kein Wald oder kein Mountain kommt. Ne, sehr gut. Ja, wir hatten Spaß. Ja. Ihr hoffentlich auch. Ansonsten geht's gleich weiter im nächsten Video oder im nächsten Spiel. Bleibt dran. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, da sind wir mit der dritten Runde Sealed Deck Duelle live aus dem Trading Card Superstore mit Udo und mit mir, Matthias. Dritte Runde. Wir haben gewürfelt, wir haben schon gemischt, wir müssen noch würfeln, wer anfangen darf. 2 Sechser machen wir hoch. 3. 5. Gerade so. Würde ich gerne anfangen. Alles klar. Gut. Udo steht jetzt gerade 1-1 und ich stehe 2-0 mit meinem Deck. Das erste Duell lief ja auch hier. Das haben wir also schon gesehen. Gucken, was Udo sich da Schönes zusammengebaut hat. Ich halte das mal. Ich halte auch. Alles klar, ich lege los mit einem versteckten Vulkan, kommt getappt ins Spiel, kann Rotes erzeugen oder für 5 Mana Tappen opfern, wenn ich erkunden 4 an. Hab schon gezogen und lege so ein verstecktes Lichthof. Das ist die weiße Variante von dem Vulkan. Und go. Ich ziehe und dann lege ich den versteckten Zuchtgarten, das ist die grüne Variante davon. Mhm. Dann du. Ich spiele eine normale Ebene und spiele für 2 Meisterschützin der 1000 Monde. Wenn die angreift, dann kann ich für 3 eine Kreatur tappen. Ja, dann nicht. Ziehe ich. Spiele einen Grün und für 2 den Zeigefrosch. 1-1 mit Reichweite, kann tappen für beliebiges Mana oder für 2 Mana kann ich ihm Todesberührung bis zu Ende des Zuges geben. Alles klar. Legen Land, greife an. Ohne Effekt. Ja, dann würde ich keine Blocks sagen. Hm. So, dann spiele ich für 3 nach dem Kampf Infanterist der 1000 Monde, der enttappt auch im Enttapp-Segment des gegnerischen Spielers, also jedes anderen Spielers. Nicht schlecht. Und go. Ich spiele ein weiteres Rot. Und dann für ein weißes Mana, Kutzil, Malamat, Vorhut. Ja. Während meines Zuges kannst du keine Zaubersprüche wirken. Und immer wenn eine oder mehrere Kreaturen angreift, die ich kontrolliere und deren Stärke größer ist als ihre Basisstärke, angreifen, einem Spieler Kampfschaden zufügen, ziehe eine Karte.
Die müssen tatsächlich Schaden machen, okay, das hatte ich irgendwie vorhin übersehen, aber ja. Ja, das ankam in die Karte halt. Ja, und für 2 Mana noch den Ableger des Myko-Tyrann. 2-2 und für 7 Mana kann ich 7+1+1 Marken auf ein Nicht-Kreaturland meiner Wahl legen. Das wird zu einer 0-0 Kreatur mit Eile und immer noch ein Land ist. Ja, da bist du. Ich greife nicht an, ich will was spielen. Und zwar die instabile Wanderglyphe. Wenn die getappt wird, kann ich eine Karte abwerfen. Wenn ich das tue, ziehe ich eine Karte. Und go. Und go. Dann gehe ich mit meinem Einzug, ziehe eine Karte, spiele ein weiteres Land. Für 5 würde ich mal die waghalsige Entdeckung spielen. Bis zu 3 Kreaturen meiner Wahl können in diesem Zug nicht blocken. 3. Und dann entdecken 4. Ja. Ne, das ist 6. Pass es. Ein Abscheuern. Das drunter füge ich entweder 3 Schaden zu oder zerstöre ein Artefakt. Ich würde mal. Ja, den weißen einroten. Ja, ist ja eigentlich. Ich würde dann mal hier 3 Schaden draufschießen. Achso, ja. Und dann würde ich in den Kampf gehen. Und dich für 6 angreifen. Ja. Da bist du dran. Vielversprechende Ader. Das ist so eine Art Evolving Wilds. Ja. Kannst für einmal einer Tappen opfern, um Basic genau rauszusuchen. Ich greife mit den beiden an. Ja. Genau. Ich habe keine Blocks. Ja, kommt 4 durch. Dann mache ich weiter nix und ich gebe den Zug ab. Der enttappt mit. Das ist okay für mich. Ich ziehe eine Karte. Ich würde mal in Comet gehen. Und mit dem angreifen. Ich blocke. Okay. Da passiert nichts. Da bist du. Am Ende des Turns fetch ich hier ein Land. Das war ein rotes. Hab schon gedacht, du bist Mut. Nein. Ah. Ups. Weit entfernt von Mono. Ja. Also ich tappe dafür natürlich einen Mana und das kommt auch getappt ins Spiel, aber jetzt gehe ich in meinen Zug. Ja. Was ist jetzt passiert? 6. Ich greife mit beiden an. Ich habe keine Blocks. Okay, dann kommen die 4 durch. Dann spiele ich einen Gott. Oui. Oh ja, Takt, tiefste Standhaftigkeit, Wachsamkeit. Falls ein oder mehrere Kreaturenspielsteine unter meiner Kontrolle erzeugt würden, entstehen stattdessen 3-mal so viele Spielsteine. Wenn er stirbt, bringe ich ihn getappt und transformiert unter der Kontrolle ins Spiel des Besitzers zurück. Das wird dann Land und dieses Land sagt, ich habe die Möglichkeit für 3 Mana und das Land tappen, den wieder zurück zu transformieren, allerdings nur, wenn 3 Kreaturen von mir angegriffen haben. Ja. Und damit bin ich fertig. Am Ende deiner Runde würde ich mal 7 Mana tappen und dieses Land zu einem 7-7 machen. Alles klar. Also eine 0-0er mit 7 Marken. Das ist wichtig für ihn, weil dann, wenn er durchkommt, ziehe ich eine Karte. Ich tappe, enttappe. Ja. Dann ziehe ich eine Karte. Weißes Mana. 7, 10,
13. Für zwei Mana würde ich deinen Gott gerne mal versteinern. Das ist ja ein Skandal. Kann nicht angreifen, aber blocken und seine aktivierten Fähigkeiten nicht aktivieren. Trotzdem kommen deine Tokens getrippelt rein. Mhm. Und dann würde ich gerne mal in den Kampf gehen. Alles klar. Mit den drei. Ich blocke den Dicken. Okay, nimmst du vier. Dann ist dein Zug. Jetzt muss man bloß noch was mit Tokens haben. Ja, das, ich hoffe ja nicht. Okay. Ich spiele für ein weißes Leitflügel-Schürfer. Des Schürfers, achso, ja, fliegend Wachsamkeit, wenn er stirbt, dann erkundet eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Und für zwei spiele ich den Grabungsstätten-Gnom. Konservator ist ein Gnom. 2-1er und wenn der, ich kann den opfern, schicke bis zu 4 Karten meiner Wahl genau aus einem Friedhof ins Exil. Aktiviere diese Fähigkeit leider nur wie eine Hexerei. Und wenn der stirbt, dann kann ich 4 bezahlen. Und wenn ich das tue, wende ich Entdeckung 4 an. Der stirbt, wendest du Entdeckung 4 an? Nicht genau. Wenn ich 4 bezahle. Ah, okay, wenn du 4 bezahlst. Ja, ist okay. Dann würde ich mal gerne mit dem hier angreifen für 2. Agro. Und dein Zug. Draw. Ich habe weiter Länder. Ja. Dann aktiviere ich mal die Fähigkeit und lasse dieses Land zu einem 7-7er mit werden. Mit Eile. Ja. Zuck, zuck, zuck. Ich block die greifen an. Ich block die beiden Großen. Ja, nimmst du 3. Ja. Und dann trigger ein paar verschiedene Sachen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, 4, wenn er stirbt, zu bezahlen. Mache ich, um Dings in Deckung 4 zu machen. Ja. Und wenn der stirbt, dann erkundet. Erkundet. Ja, ich frage, in welcher Reihenfolge. Ich lasse erstmal erkunden. Ja, macht Sinn. Ja, der bleibt mal oben. Welche Kreatur hat überhaupt erkundet? Ja. Die hier. Okay. Macht Sinn. Der bleibt oben und dann mache ich jetzt dieses Entdecken 4 und das bringt ihn ins Spiel. Den kannst du nicht casten. Was? Du kannst keine Zaubersprüche wirken in meinem Zug. Ach so, okay. Und das heißt? Geht auf die Hand. Okay. Ja, wenigstens was. Ja. Ja, also stimmt. Du kannst ihn nicht wirken, deswegen musst du ihn auf die Hand nehmen. Mhm. Ja, macht auch Sinn. Ja, dann ist mein Zug vorbei. Schlickenland. Ich spiele den Affen. Breaches. Breaches, eifriger Plünderer. Der hat Erstschlag, 3-3er. Immer wenn ein Pirat, den ich kontrolliere, angreift, bestimme eines, das in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde. Erzeuge einen Schatzspielstein, eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken und schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen.
Und für 5 spiele ich Wandbild des Meisters. Diese Karte, wenn die ins Spiel kommt, erzeugt so einen 4-4 weiß-blauen Golem-Artefakt-Spielstein und der hat Crafting, also Ausfertigung mit einem Artefakt für 7 Mana und dann flippt das Ding. Da kommt ein Artefakt oder ein Land raus, was so praktisch ist ein Artefakt. Das hat Tappen, erzeuge einen weiß-blauen Golem-Spielstein 4-4er. Ich kann die aktivieren. Falls die Manufaktur des Meisters oder ein anderes Artefakt in diesem Zug unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist. So, erstmal kriege ich den normalen Golem. Ja, dann bin ich fertig. Dann ziehe ich meine Karte. Spiele eine vielversprechende Ader. Mhm. Dann lasse ich dieses Land zu einem 7-7er werden. Mhm. Reicht ja langsam jetzt hier. Solange ich Länder ziehe, kann ich auch eine schöne Runde machen. Mhm. Ach, hast gewonnen. So viel kann ich nicht blocken. Ja doch, du könntest jetzt alle 7-7er blocken und würdest 5 nehmen. Ja. Dann habe ich aber nichts mehr. Das Schöne ist, Udo hat mir vorm Spiel gesagt, ich kann nicht wirklich was gegen 7-7er machen. Ja. Ich habe genau eine Karte zum Bauen. Ich gucke auch mal gut zu bauen. Ich habe genau gesagt, gegen 7-7er Dinosaurier, 6-6er Dinosaurier. Sind ja keine Dinosaurier, aber dass es Tatsache, dass sie Länder sind, hilft auch nicht. Jetzt wieder das Drama, eine Karte rauszunehmen. Dann fange ich an. Ich lasse erst nochmal den Board und gucken wir erstmal nochmal, was du da so noch hast. Ja, hast du schon alles gesehen. Auch wenn das schon alles war. Mhm. Ist halt sealed. Ja, der weiße Gott ist schon nicht so ganz schlecht. Allerdings. Achso, der war ja im Spiel. Ich hätte ja 3 von den Golems gekriegt. Ah, müssen wir drauf achten, ja. Stimmt, ja. Na gut, okay. Hätte aber auch nicht so sehr viel geändert. Ne, wenn du deine Länder mach 7-7er draus Fabrik da hast, dann ist das doch scheiße. Dann kann ich das Ding da nicht handeln. Das halte ich mal. Da bin ich dabei. Plains. Marktgnome. 0-3er Kreatur. Wenn er stirbt, erhalte ich einen Lebenspunkt und ziehe eine Karte. Und wenn der aus dem Spiel ins Exil geschickt wird, während ich eine Anfertigungsfähigkeit aktiviere, erhalte ich wieder einen Lebenspunkt und ziehe eine Karte. Okay. Und go. Dann einen Forest und dann bist du dran. Diesen Gnome. Ja. Den kann ich wieder opfern und dann bist du 4 Karten
ins Exil schicken auf einem Friedhof und wenn der stirbt, dann kann ich 4 Mana bezahlen. Und wenn ich das tue, wende ich Entdeckung 4 an. Jo, ja. Bitteschön. Ich ziehe. Spiele ein Gebirge. Nur für 2. Den Feigefrosch wieder. Mhm. Reichweite und kann Mana tappen beliebiger Farbe und 2 Mana kriegt Todesberührung. Dann bist du. Schlägenland für ein rotes Sonnenfeuerfackel. Ich rüste den Gnomen aus. Gnomen greift an. Ich opfere. Achso, Sonnenfeuerfackel macht erstmal. Für einen Mana kommt es rein. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+0 und hat, immer wenn diese Fähigkeit angreift, kannst du die Sonnenfeuerfackel opfern. Und wenn ich das tue, fügt diese Kreatur einem Ziel meiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Und ausrüsten ist 1, das sind die 2 Mana. Und ich schieße den Frosch ab. Und dann kriege ich 2 Schaden. Kriegst du 2 Schaden, genau. Und dann bin ich fertig. Alles klar. Ich ziehe eine Karte. Spiele ein Gebirge. Und spiele mal den Kompassgenomen. Hm. Wenn der ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einer Standardland- oder Höhlenkarte durchsuchen. Offen vorzeigen und oben auf meine Bibliothek legen. Ich gehe nur gerade die nächste Runde durch bei mir im Kopf. Will ich ein ungetapptes oder ist das egal? Das ist egal. Ich nehme die versunkene Zitadelle. Mhm. Wenn die ins Spiel kommen, kann ich eine Farbe bestimmen. Dann tappt sie für die Mana der bestimmten Farbe oder 2 Mana, wenn ich das benutze, um eine Fähigkeit von einem Land zu aktivieren. Ja. Ist sie schnell? Ist sie rare oder ist sie? Die ist rare. Ah, okay. Die lege ich oben drauf. Und dann bist du dran. Ich spiele Breaches, den eifrigen Plünderer wieder für 3 Mana. Erstschlag, eine 3/3-Kreatur. Und immer wenn ein Pirat, den ich kontrolliere, angreift, bestimme eines, das in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde. Erzeuge einen Schatzspielstein. Eine Kreatur meiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Und schicke die oberste Karte der Library ins Exil und ich kann sie in diesem Zug spielen. Mhm. Ja, ich gebe ab. Gut, dann tappe ich, ziehe dieses Land, bringe es ins Spiel, ich sage auf weiß. Ich lege da mal so ein weißes Ding drauf, damit wir einfach wissen, dass weiß gesagt wurde. Und für 3 Mana mal Eclipox Wachstumsriten. Ja. Wenn es ins Spiel kommt, schaue ich mir die obersten 4 Karten meiner Bibliothek an. Kann eine Kreatur davon auf die Hand nehmen. Und der Rest geht in beliebiger Reihenfolge runter. Wenn ich am Endzip 4 oder mehr Kreaturen habe, flippt das und dann macht das so viel Grünes, wie ich Kreaturen habe. Ich zeige dir mal diesen Dino vor. Ja, das ist dieser Landcycler. Das ist der Landcycler aus, der rote. 6/5 Trampelschaden für 3 Mana kann ich ein Land opfern und eine Karte ziehen. Oder halt Gebirgsumwandlung für 2 Mana. Mhm. Dann bist du dran. Für 3 Mana spiele ich mal Etalis Gunst. Verzaubert eine Kreatur. Wenn die ins Spiel kommt, wende ich Entdeckung 3 an. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und Trampelschaden. Also das ist jetzt ein 4/4 First Striker. Mhm. Ich mache jetzt Entdeckung 3. Nicht. Ja. Den, auch den spiele ich auch. Das ist hier so ein Ziegelstein. Die anderen kommen drunter anders, ja. Ja. Wenn der ins Spiel kommt, kannst du dir eine Ebene aus dem Deck holen und kriegst 2 Leben. Mhm. Und anfertigen für 7 Mana mit einem Artefakt. Da kommt so ein Glorious Anthem rein. Ja, mit Kreaturen, die du kontrollierst, haben +1/+1 und du kriegst 2 1/1. So,
2 Leben habe ich schon gemacht. So. Spiele ich Land für Turn. So, dann sage ich mal, ich greife mit den beiden an und der bestimmt, dass diese Kreatur nicht blocken darf. Dann nehme ich wohl 6. Ja. Und dann gebe ich den Zug ab. Ich enttoppe. Ziehe. Cool. Weißes Mana. So. 2. Darf Breaches mal nicht mehr angreifen oder blocken. Hey. Und seine aktivierten Fähigkeiten dürfen nicht aktiviert werden, das hat er ja sowieso nicht. Und für 2 spiele ich nochmal so eine Kavallistin der lodernden Sonne. Wenn der angreift oder blockt und ich einen Dino kontrolliere, kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ja. Dann gebe ich ab. Zauberhafte Höhle. Kannst du für 4 opfern und ja, sorry. 2 Mana. Ich kann einmal Mana umfärben sozusagen, also ein Mana investieren, tappen, dann erzeuge ich ein beliebiges Mana. Und für 4 Mana tappen opfere ich das Ding und lege 2 +1/+1 Marken auf eine Kreatur meiner Wahl. Das kann ich wie eine Hexerei tun. Ja, das machen wir jetzt vor Schreck. Für 3 Mana. Welche 3? Spiele ich mal einen Lobpreiser des Leids. Das ist ein 3-2er Vampirsoldat für 3 Mana. Wenn der ins Spiel kommt, kann ich eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt opfern. Wenn ich das tue, lege ich eine +1/+1 Mark auf bis zu 2 Kreaturen meiner Wahl. Naja, die Frage ist, ob ich was opfere. Ach ja, ich krieg das Ding sowieso nicht weg. Ich opfere den. Der geht mit. So, und jetzt kann ich 2 +1/+1 Marken verteilen. Tja, und dann bin ich ja schon fertig. Und ab. Draw. Für 5. Palanis Brotmutter. Andere Dinos, die ich kontrolliere, haben Eile. 5-3. Wenn sie ins Spiel kommt, mache ich 2 0-1er Dino-Eier. Und zu Beginn meines Kampfes und falls ich ein Ei kontrolliere, muss ich ein Ei opfern und daraus kommt dann ein 3-3er Dino. Davon habe ich 2. Dann gehe ich in meinen Kampf, opfer ein und kriege einen Dino. Ja. So, dann würde ich in Combat gehen. Ah, du hast einen 1-4er da liegen. Das bringt nicht so viel. Nee, wir halten uns auch nochmal zurück. Würde ich mein Endsegment gehen und die Wachstumsriten flippen. Ja, klar. Weil ich jetzt viel mehr Kreaturen kontrolliere. Erzeugt entweder grün oder erzeuge grün für jede Kreatur, die du kontrollierst. Mhm. Also kann man momentan 5 grüne Mana machen. Alles klar. Dann bist du dran, ja, war mein Endsegment. Für 5 Mana. Da spiele ich jetzt Wandbild des Meisters. Wenn das ins Spiel kommt, dann erzeuge ich einen 4-4 blauen weißen Artefakt-Golem Spielstein und das hat Craft für 7 Mana. Und dann erzeugt es halt wieder diese Maschine. Mhm. Ja, ich muss mal ganz kurz auf die Webseiten gucken. Das ist ein Artefakt, das sagt. Tappen, macht einen 4-4er Spielstein. Und das ist ein Glorious Anthem und 2 Gnome. Ja.
Okay. Ja, bitteschön. Dann enttappe ich mal mein ganzes Mana. Ziehe. Schöne Karten. Der läuft, ja, der fliegt. Der läuft. Wieso? Dinos fliegen in der Regel nicht so häufig. Gab es da nicht irgendwie so einen 5-3er fliegenden Dino? Ich weiß es nicht. Ich tapp mal das Land für 5 Mana und leg ein 6. dazu, um dieses Erdschutter Schreckenmaul zu spielen. Verursacht Trampelschaden und wenn es ins Spiel kommt, ziehe ich für jeden anderen Dino, den ich kontrolliere, eine Karte. Ich habe 3 Dinos. Das Ei ist auch ein Dino. Aus ja. Dann ziehe ich 3 Karten. Dann lege ich mein Land für diese Runde. Dann kommt das, worauf du dich natürlich, worauf ich mich schon gefreut habe. Der Ableger des Mykotyranns. Für 7 Mana kann ich wieder meine Länder zu 7-7 Kreatur machen. Ja. Und mit der Gaea's Cradle nenne ich es jetzt mal. Nicht schlecht. Ja, das stimmt. Dann gehe ich in meinen Kampf. Das Ei wird geopfert und ich krieg noch einen zweiten Dino. Jetzt hast du dann 4 Vierer auch noch liegen. Ich kann mit einem 5-3er, ach, ich kann auch mit einem 6-6er angreifen, weil der hat ja auch jetzt Eile. Ich glaube, ich halte mich tatsächlich aber einfach mal zurück. Mach mal. Okay. Ja, aber du kannst halt doof blocken. Ich kann nächste Runde mir ganz viele 7-7er machen. Klärt sich auch selber. Ja, mache ich dann. Ich opfere das Teil. Also opfere nicht, geht das Exil, um hier dieses Wandbild des Meisters zu flippen. Für 7 Mana gleich noch. Habe ich hier. Und dann bin ich berechtigt, einen weiteren Golem zu erzeugen. In Response kann ich ja schon mal machen. Für 2 Mana würde ich gerne ein Artefakt zerstören. Das ist ganz kein Ding. Mit Aufsteuern. Ich bin schon wieder angeschissen hier. Hä? Ich bin schon wieder angeschissen. So. Naja, angreifen werde ich dann wohl nicht. Und bitteschön. Achso, sorry. Das haben wir noch vergessen. Achso, du ziehst eine Karte und ich ziehe eine Karte und kriege ein Leben. So, dann lasse ich mal den Spaß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kreaturen. Ich mache mal 7 grüne. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, Mathe ist. Warte mal, wenn ich das andersrum mache, habe ich tatsächlich mehr Mana. 1, 2, Ja, kannst du aber trotzdem keine 2. Ja, kann ich nicht. Ich habe, ja, ich mache 13 Mana. Egal, ich spiele auch diese beiden Dinos einfach. Höhlenstampfer. 7-7, wenn er ins Spiel kommt, hält sich 2. Ja. Beides runter. 4 Mana kann der nicht von Kreatur mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Und ist 7-7. Und der andere 6-5 Trampelschaden. 3 Mana opfern, dann ziehe eine Karte oder Gebirgsumwandlung. Die kommen mit Eile ins Spiel, wegen der Brutmutter. Und dann würde ich mal in Combat gehen. Ja. Und dann Mathe ist für Blocker. Der triggert noch, weil ich einen Dino habe, der wird 3-3. So, da greifen insgesamt 11, 12, 13, 16... 6 dazu sind 22, 29, 35, der greift nicht an. 35. Die meisten trampeln wahrscheinlich, ja? Der trampelt, ne, nur die beiden. Ah ja. Was hat er gesagt, 35? Die 12 kommen trampelnd.
Der blockt den, der blockt den. Und die beiden blocken die 3-3er. So, dann kommen 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 16 kommen durch. Ja, 16 kommen durch. Nee, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Hat er gesagt, ich war bei 23 und gehe ich auf 6. Ja. Gut, bei dem stirbt. Stirbt das hier? Die beiden und die drei. So, die sind durchgekommen, ja, alles klar. Dann dein Zug. Tasche der Bastlerin. Kriegst du zwei Gnome, ne? Da krieg ich zwei Gnome. Selbstgemalte. Gemalt. So. Die hat noch die Fähigkeit, ich kann sie für ein weißes Mana opfern, drei Lebenspunkte dazu bekommen. Und für zwei Mana spiele ich noch eine instabile Wanderglyphe. Immer wenn die getappt wird, dann kann ich eine Karte abwerfen. Wenn ich das tue, ziehe ich eine Karte. Und ja, das war schon bitteschön. Normalerweise würde ich aufgeben, aber fürs Fernsehen spiele ich zu Ende. Ja, für 6 Mana. 7 Mana, mache ich mir mal einen 7-7er. Und dann schiebe ich wieder alles rum. So, dann block ich. Ist ausgetappt, oder? Ich bin. Achso, nee, du hast aber. Ich habe auch keine Handkarten. Okay. Mal gucken. Bin erstmal bloß am Rechnen hier. So, der trampelt nicht. So, 3, 9. Der trampelt. Das ist alles doof. Den mal weg für 3 Leben. So, ich habe vielleicht auch noch was. Momentan würdest du nehmen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, nee, reicht ja dann. Ja, ich würde dann jetzt noch einen 4-4er töten, damit der Trampelschaden von ihm auch noch um 2 durchgeht. Nee, alles und überlebt. Klar. Ja, das ist so meine Achillesferse, kein Removal. Große Kreaturen, ja. Aber dieser Gott hier, der passt ganz gut zum Myrix, hä? Zum Myrix, ja. Mhm. Kann man auf jeden Fall machen. Ich hab noch einen Slot frei in meinem Myrix-Kontrolldeck. Ja, hast du jetzt belegt. Ja. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Aber ist auch die teuerste Karte, glaube ich, im Set. Ja, kann sein. Gut, das war's hier mit der dritten Runde. Hier geht's dann auch gleich weiter mit der vierten. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Tschüss. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen in der vierten Runde. Immer noch hier sealed im Trader an einem wunderschönen Samstagmorgen. Ja. Ansonsten, sealed ist ein schönes Format. Vielleicht findet ihr es ja auch schön. Einerseits zum Zugucken, andererseits, wenn wir das nächste Mal hier spielen. Dann könnt ihr euch ein Ticket holen auf trader-online.de unter dem Reiter Events. Holt euch ein Ticket, kommt vorbei, spielt mit, habt Spaß. Ja. Ja. Ansonsten in der vierten Runde Michael gegen Stefan. Ja. Hoch? Hoch. Würfen wir, wer anfängt. Eine 9 ist schon ziemlich hoch. Ziemlich hoch.
Ja. Noch eine 9. 6. Komm, da kommst du über. Nee. Dann würde ich gern anfangen. Jawohl. Dann dürfen wir noch abheben, wenn wir wollen. So. Dann 7 Karten. Timer läuft. Schauen wir uns, ob uns die 7 gefallen. Ich würde es versuchen. Ich nicht. Ja. Solange du nicht wie mein Gegner in der zweiten Runde runter musst auf 4. Ja, eigentlich sollte einer reichen. Aber man weiß es nie. Ja, kann auch laufen wie gerade. In der dritten Runde ein Spiel. Ich habe 4 Länder in der Starthand. Ein bisschen viel, aber geht. Ich habe 9 danach gefunden. Schön. Ja, sieht besser aus. Dann. Leg mir mal die runter. Ja. Dann leg ich einen versteckten Zuchtgarten und gib ab. Kommt getappt rein. Tappt für ein grünes und 4 grün tappen opfern. Dann macht er Entdeckung 4. Also. Dann eine Insel und weiter. Ja. Aber nur in Hexereigeschwindigkeit. Dann ziehen wir mal, legen eine Insel und dann zeig mir, was du kannst. Dann ein Mountain. Und für ein blaues und farbloses. Der Fluss Herold, 1-2, wenn der ins Spiel kommt, erkundet er. Mhm. Ja, dann bleibt er so. Ja, aber du kriegst ein Land in die Hand. Krieg ein Land in die Hand. Und du? Dann enttappen wir, ziehen, spielen eine Ebene und für 3 spiele ich einen gepanzerten Sippenrufer. Wenn er reinkommt, kann ich eine Dino-Karte aus meiner Hand vorzeigen. Und falls ich das mache oder einen anderen Dino kontrolliere, kriege ich 3 Leben. Dann zeige ich dir den hier. Ja. Und gehe auf 23. Mhm. Ja. Dann. Für 2 blaue, die eichene Sirene, 1-2 fliegend, Wachsamkeit und für Tappen kann ich ein blaues Mana erzeugen, was ich aber nur ausgeben kann, um Artefaktzauber zu wirken oder eine Fähigkeit, eine Artefaktquelle zu aktivieren. Ja. Und du? Enttappen wir, ziehen eine Karte, spielen einen Wald. Und dann gehen wir mal in Combat mit dem Sippenrufer. 3-3. Kein Block. Da hat sie das 3 Schaden. In der zweiten Hauptphase für 4. Ein Oltec Wolkenwächterin. 3-2 fliegend, wenn er reinkommt, macht dann 1-1 Gnom. Dann bin ich ansonsten fertig. Das ist eindeutig ein Gnom. Würde ich mal für 3 vitale Glyphe hier drauf spielen. Dann wird die Basisstärke und Widerstandskraft wird zu 5-4
Und wenn die Glyphe in Friedhof kommt, kann ich Entdeckung 3 anwenden. Ja. Und dann 5-4 fliegen Wachsam. Jawohl, würde ich damit angreifen. Ja, das blocke ich nicht. Ja, und dann wäre ich auch fertig. Ja, dann enttappen wir mal. Jetzt ziehe ich eine Karte. Ich muss mir den nochmal durchlesen. Nee, da brauche ich den Judge. Können wir ihn mal eben rufen? Ja, ja, klar. Einmal den Knopf. Hallo, diese Verzauberung ist auf dieser Kreatur. Auf welcher dieser? Okay. Ich frage mich jetzt, was passiert, falls ich den ausspiele und ihn auswähle. Wäre er dann noch eine Kreatur? Moment. Ja. Zu 99% nein. Oh, pass auf. Ich schaue einmal ganz kurz. In den Orakeltext. Einmal ganz kurz nochmal. Ja, klar. Korrekt, das, was ich gesagt habe. Also, wenn ich das mache, ist das ein Schatz. Korrekt. Und keine Kreatur. Korrekt. Dann hat der Chat erstmal schon mal richtig erraten, welche Karte ich gerade meine und die auf der Hand habe. Und dann würde ich das auch gerne tun. Ich spiele nämlich die Lenkdrachendiebin. Mhm. Wenn sie reinkommt, bestimme ich eine... für jeden Spieler bis zu einem Artefakt oder Kreatur. Diese Permanente wird zu einem Artefaktschatz mit der Fähigkeit Tappen opfern, um einen Mana zu erzeugen und verliert alle anderen Fähigkeiten und Typen. Dann ist das jetzt ein Schatz. Mhm. Okay. Ja. Die Verzauberung bleibt dran liegen, weil es ist immer noch ein valides Target, aber es ist halt trotzdem keine Kreatur mehr. Ja. Ich könnte auch etwas von mir bestimmen. Will ich das? Nein. Dann für ein grünes spiele ich eine überraschende Wendung. Wenn Kreaturen von mir erkunden würden, mache ich stattdessen Hellsicht 1 und erkunde dann. Und wenn sie reinkommt, erkundet eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Da würde ich mal meinen Flieger wählen.
Außerdem, wenn ein Land reinkommt und ich mindestens 7 Länder habe, flippt es und wird dann zu einem Land. Aber erstmal erkunden. Er hier. Das ist schon mal kein Land, also kriegt er eine Marke. Ich bin aber nicht sonderlich davon überzeugt und lege es in den Friedhof. Dann würde ich mal einen Wald spielen. Dann gehen wir in Combat. Er greift an, ja. Dann werde ich ihn blocken und die 4 nehmen. Ja. Dann stirbt deiner. So. Und du bist. Und ich habe gerade ganz vergessen, dass ich Hellsicht machen darf vom Erkunden, aber mein Fehler bleibt jetzt so. Habe ich beim Hellsicht halt gesagt, dass er oben bleibt. Dann würde ich den opfern für ein rotes. Ja, dann geht die Verzauberung in den Friedhof. Ja. Ja. Dann noch bevor du das Mana ausgibst. Entdeckung 3. Ja. Der versunkene Schiffsrumpf ist ein Artefakt, weil für Teppen mille ich eine Karte und hat für ein blaues und 3 farblose Anfertigungen mit einer Insel, dann könnte ich es transformieren. Ja, jetzt hast du aber weiterhin ein rotes Mana im Pool. Das habe ich wohl. Ja. Dann ich will erst nochmal eine Insel. Und das Rote nehme ich für den Goblin-Grabräuber. Solange ich ein Artefakt kontrolliere, bekommt er +1/+0 und Eile. Also ist ein 2-2, ja. Ist ein 2-2. Und dann hast du noch potenziell 5 Mana. Dann haben wir noch potenziell 5 Mana und die nutzen wir für den tobenden Ceratops. 5-4 und kann nur von 3 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und dann würde ich abgeben. Dann enttappen wir mal. Ziehen eine Karte. Ich spiele mein Land für den Zug. Dann würde ich für 6 einen Höhlenstampfer spielen. Wenn er reinkommt, hält sich 2 und kann für 4 Mana von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Hellsicht, der nach unten, der nach oben. Ja, dann Combat. Du hast einen großen am Boden, dann komme ich doch mal für 4 und 2 in der Luft. 6. Ja. Dann bist du.
Nee, das kriege ich nicht hin. Dann können wir eigentlich ins nächste gehen. Ich mach mal ein Piranha-Futter auf den 7-7er hier, dann verliert er alle Fähigkeiten und wird zu einer 1-1er. Ja. Ein schwarzer Skelettkrieger. Fliegen, das sind 4, 6. Dann will ich mal mit ihm angreifen. Könnte ich jetzt alles vorwerfen, aber ich habe noch genug Leben. Ja, gut. Also halte ich das mit meinem Gesicht auf. Ja. Dann bin ich? Ja. Tappe ich. Ziehe eine Karte. Oh, überraschend. Wer ist mit noch einem Flieger? Gut. Nämlich Abuelo Echo der Ahnen. Fliegend, Abwehr 2, 2-2. Für 3 Mana. Schicke eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil. Bringen sie zu Beginn des nächsten Endsegmentes unter Kontrolle des Besitzers zurück. Und für 3 einen plundernden Nasenbären. Der hat Abstieg 4, also wenn 4 Karten im Friedhof wären, würde er etwas Schönes machen. Habe ich nicht. Dann gehen wir in Combat. Und alles greift an. Ja. Also zumindest alles, was darf. Ja, den 3-3er würde ich noch blocken. Und dann sind das 6 in der Luft plus 2 am Boden. Das reicht. Ja. Fürs Erste. Dann habe ich einen Sieg. Aber noch ist alles drin. Oh, hoffen, dass im zweiten bisschen besser läuft. Ja, aber der... Die Artefakt-Kreatur hat mir echt Probleme gemacht. Die 5-4er. Wer hätte das mit dem Lenkdrachendiebe nicht funktioniert, hätte ich ein echtes Problem gehabt. Ja, 5-4, Wachsamkeit, fliegend. Ist schon. Dann schaue ich noch mal eben. Es gibt noch eine Karte, über die ich was Borden nachdenke, aber für dieses Spiel ist schon zu spät. Höchstens, wenn wir gleich noch ein drittes haben. Ich lege sie mir schon mal schnell eben raus, weil ich sie gefunden habe. Ach nee, das war eine andere Karte, als ich dachte, die ich da geöffnet habe. Ne. Also macht's auch keinen Sinn. Kann ich nicht denselben Blödsinn tun, den du gerade gemacht hast mit dem Flieger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Dann würdest du gerne anfangen, nehme ich an. Gerne anfangen, ich würde auch halten. Was habe ich denn hier? Das sieht doch ganz solide aus. Ja, ich würde auch halten. Dann fange ich mit einem Mountain an und die Sonnenfackel. Für ein farbloses Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1 plus 0 und hat immer, wenn diese Kreatur angreift, opfere die Fackel und macht 2 Schadenspunkte. Kannst du oder musst du? Kann ich. Ja, dann zieh ich mal. Ja, Garten getappt. Schön. Dann für blau-rot. Speer,
der Flussherolde. Ja, ein, zwei, erkundet. Wenn er reinkommt, erkundet er. Init. Aha. Mhm. Den lassen wir mal da liegen. Mhm. Und dann, du. Damit ich enttappe, yes. Ziehe eine Karte. Dann legen wir doch mal eine Insel. Und eine Sirene. Ja. Da bin ich schon fertig. Ja, der Chat sagt schon, der Piratfreund, das war schon eine geile Hole her. Hat's auch in mein Standarddeck geschafft. Pioneer. Die schönen Rotes und ein Farbloses, den Seneschall der Sonne spielen. Mhm. Ja, 2-2. Und immer wenn ich angreife, kann ich eine Karte abwerfen. Dann kann ich eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl legen. Mhm. Sie verursacht bis zum Ende des Zuges Trample. Und immer wenn ich eine oder mehrere Karten abwerfe, schicke ich die oberste Karte meiner Bibliothek ins Exil und kann sie bis zum Ende meines nächsten Endsegments spielen. Mhm. Ja, und dann würde ich für ein Farbloses dem Herold noch die Fackel in die Hand geben. Ja. Und dann in den Angriff gehen. Ja. Und hiermit angreifen. Ja. Die Karte möchte ich nicht abschmeißen. Gut, dann kommt nur ein 3-3er, den block ich nicht. Ja. Und dann bist du. Enttappen wir, ziehen eine Karte. Legen eine Ebene. Und ich bin fertig. Dann würde ich gerne in Combat gehen. Ja. Mit ihm angreifen. Ja. Eine Karte abschmeißen. Ihm +1/+1 geben. Ja. Und eine Karte, die bis zum Endsegment des spielen kannst. Ja. Ja, den 4-4-Raum möchte ich noch nicht blocken. Ja. Und dann würde ich das Land hier spielen. Mhm. Und für Rot und Blau den noch ein weiß farbloses Klingenmeister. 2-3, immer wenn der Klingenmeister angreift, während du zwei oder mehr Artefakte kontrollierst, erhält er +2/+1 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Und dann du. Enttappen wir, ziehen, spielen mal ein vergessenes Monument, tapfe farblos und andere Höhlen, die ich habe, können für ein beliebiges Mana tappen, wenn ich ein Leben bezahle. Aber erstmal spiele ich einen Wegsucher Axtmaul. Wenn er reinkommt, erkundet er. Wow. Dann bin ich fertig. Obwohl, ja, für eins in der Luft. Ja. Ja. Ja, in das Human Stack. Es hat da den Brutal Cathar, also den brutalen Carrara ersetzt. Würde ich gerne angreifen. Ja. Dann mit ihm. Mhm. Dann würde ich die abschmeißen. Ja. Ihm +1/+1 geben. Mhm. Das ist ein 5-6er. Nee, der kriegt durch die nur +1/+0. 3, 4, 5. 5-5 ist er. 5-5, ja. Ja. Fällt mir nicht.
Gefällt mir absolut nicht. Aber ich glaube, ich werfe doch mal beide vor. Mhm. Passiert noch was? Nein. Dann stürmen alle drei. Ach so, ich... Nee, auf den Angriff musst du die, wenn dann schon opfern. Ja, nee, dann ich muss das auch so machen, sonst kriege ich den Schaden ja nicht hin. Mhm. Ja. Und dann würde ich für ein blaues und ein farbloses noch den Schiffswachtposten spielen. Das ist 3-3 Verteidiger und solange in meinem Zug ein Artefakt ins Spiel gekommen ist, kann er angreifen. Mhm. Gut. Und achso, das vergessen wir noch nicht hier, ne? Das spielen wir noch aus und dann bist du. Enttappen wir. Ziehen eine Karte. Fangen wir mal an mit einer Zelotenspäherin. Wenn sie reinkommt, erkundet sie. Finde ich das gut? Eigentlich gar nicht so. Kommt weg. Aber eine 1-1 Marke. Mhm. Außerdem spielen wir für 2 einen Kompass genommen. Ja. Darf mir ein Standardland oben drauf suchen. Will ich aber gar nicht. Und dann spiele ich mal eine Ebene als Land für den Zug. Und bin fertig. Dann würde ich ein blaues und ein farbloses nehmen und den Einsiedler Nautilus spielen. Ist 1-4 Wachsamkeit und für ein blaues und ein farbloses kann ich ihm +3/-3 geben. Mhm. Das bedeutet, er verliert für diese Runde Verteidigermodus. Ja. Und dann würde ich mit den beiden gerne angreifen. Mhm. Und ja. Das wär's dann. Und, 3-3, 2-3. Mhm. Beide vor denen. Ja. Ja. Dann würde ich 3 nehmen. Mhm. Und du darfst entscheiden, wer außer deinem stirbt. Hier der Grüne. Okay. Und dann würde ich für 3 nochmal die vitale Glyphe auf ihn hier spielen. Mhm. Dann wird er zur 5-4er. Und dann bist du. Dann enttappen wir mal. Land für den Zug? Ja. Fangen wir mal an mit Echo, der die Didakterin für 5. 3-4, wenn sie reinkommt, ziehe ich eine Karte. Abstieg 4, wenn ich mindestens 4 Permanente im Friedhof habe. Es sind genau 4. Er hat er Flugfähigkeit. Ja. Ne, ziehen, nicht erkunden. Ja. Dann für ein weißes. Ruinenfledermaus. 1-1 fliegend Lifelink. In meinem Endsegment und falls ich abgestiegen bin, Hellsicht 1. Dann bin ich jetzt mal fertig für diesen Zug.
dann würde ich gerne in Angriff gehen, beziehungsweise erstmal ein blaues und ein farbloses, dann gebe ich ihm plus 3, minus 3, dann geht er auf 8, 1. Mhm. Dann im Combat würde ich ihn benutzen, die Karte abschmeißen, gebe ihm plus 1, plus 1 Marke, dann ist er auf 9, 2. Ja. Ja. Und dann, 9-2 Trample. Trample? Ja, durch ihn. Aber nur bis zum Ende des Zuges der Trample. Wenn ich den blocke, stirbt beides und du kommst für 8 Schaden drüber. Genau. Ist doch okay. Mhm. Ja, gehe ich auf 2. Und hier stirbt beides. Da stirbt beides. Dann kann ich noch Erkundung 3. Erkundung 3 ein. Ja. Dann nehmen wir mal so einen Schatz, ne? Habe ich hier. Ja. Plünderer Pirat, wenn er reinkommt, machst du einen Schatz. Ja, genau. Und hat 3-2. Und dann würde ich noch für das Blaue den versunkenen Schiffsrumpf reinspielen. Mhm. Für Teppen mill ich eine Karte und für 4 und eine Insel könnte ich ihn anfertigen. Ja. Dann du. Enttappen wir doch mal. Ziehe ich eine Karte? Nicht ganz, was ich brauchte, aber hilft. So. Ich habe eindeutig zu wenig fliegende Kreaturen, darum spielen wir mal 2 weitere. Mhm. Die Wasserflügelspeerin macht einen Lageplan. Ich muss gerade mal gucken, ob ich einen habe. Ja. Lageplan kann ich 1 tappen opfern, um eine Kreatur erkunden zu lassen. Und dann kommt der Lenkdrachendieben rein, darf wieder Sachen zu Schätzen machen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass der Mann Schatz ist. Ja, bis er das Spiel verlässt. Will ich selber bei mir einen Schatz? Nee, will ich gar nicht. Dann hast du potenziell 2 Kreaturen, die den nächsten Zug angreifen können. Eine nur, wenn ein Schatz reinkommt. Ein Artefakt. Okay, das. Dann gehe ich in Combat. Ja. Und greife mal nur mit der Ruinenfledermaus an. Ja, dann würde ich einen nehmen. Und ich eins bekommen. Ja. Dann gehe ich in meinen Endstep. Es ist nichts bei mir weggegangen. Klar. Fertigen, aber er geht dabei ins Exil und kommt wieder rein. Also Summoning Sickness existiert. Existiert, ne? Ja. Ja. Dann würde ich für 4 den Dinomat spielen. Ja. Hat 4-3 Bedrohlichkeit. Wenn der Dinomat ins Spiel kommt, erhält eine andere Kreatur meiner Wahl bis zum Ende des Zuges ebenfalls Bedrohlichkeit. Mhm. Das würde ich dann auf den Wachposten machen. Mhm. Dadurch, dass ein Artefakt ins Spiel gekommen ist, verliert er für diese Runde Verteidiger. Ja. Und dann würde ich gerne in Angriff gehen. Ja. Und mit den beiden angreifen. Das gefällt mir nicht. Den muss ich nämlich anders blocken, als ich es mir eingeplant habe. Ja. Blocken die beiden den und der blockt den.
Mhm. Weil ich nicht sterben möchte. Dann würde ich hier den Schaden auf den Lenkdrachen machen. Ja. Heißt, die beiden sind weg. Der stirbt, der stirbt. Aber dein Init ist kein Schatz mehr. Mein Init kommt wieder rein, jawohl. Ja, er war die ganze Zeit da. Ja, so gefällt er mir aber besser. Aber er war halt legendäres Artefakt Treasure. Dann darfst du. Dann gehen wir in meinen Zug. Ziehe ich eine Karte. Spiel ein Land. Das hilft doch. So. Bedrohlich. Okay. 2, 2, 2 und 1. Mhm. Ja. Ein fürsorglicher Borstenkamm, ja, der beim Reinkommen einen 3-3 Dino macht. Mhm. Das ist mal ein Dino. Dann. Gefällt mir das immer noch nicht ganz hier. Ja, komm. Ich glaube, ich muss nochmal mit der Fledermaus angreifen. Ja, muss ich nochmal einen nehmen. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Leben. Das war's? Ja. Gut. Dann würde ich mal für 3 geflochtenes Netz, kommt mit 3 Netzmarken ins Spiel. Für Tempen kann ich eine Netzmarke runternehmen und eine andere Nicht-Land-Permanent-Karte meiner Wahl tappen. Solange die getappt ist, können der ihre aktivierten Fähigkeiten nicht aktiviert werden und für ein blaues und ein farbloses könnte ich dir eine Anfertigung machen mit einem Artefakt. Kannst, am besten wahrscheinlich jedes Mal eine Marke runternehmen. Also es ist 3-mal für einen Zug eine Kreatur aufhalten. Ja, genau. Und wenn, ja, ja, ja. Okay. Ja, dann enttappe ich, ziehe eine Karte, spiele ein Land, spiele einen marodierenden Brackzahn, hätte Inselumwandlung, ansonsten hat er Abwehr 3 und ist 6-7. Und für 1 aktiviere ich meinen Lageplan und würde sagen, dass die Didakterin erkundet. Ja. Bleibt mal liegen und kriegt eine Marke. Gefällt mir nicht. Da liegt zu viel auf dem Board, was böse enden kann mit so wenig Leben. Nee, bin ich fertig. 4 Leben ist halt einfach wenig. Spiele ich mal den unterirdischen Schoner. Ist ein Fahrzeug 3-4, bemannen 1 und immer wenn der angreift, kann die bemannte Kreatur erkunden. Okay.
Fertig. Dann enttappe ich. Ziehe eine Karte. Oh. Habe ich gar nicht erwartet. Ist auch, glaube ich, ganz solide, den zu spielen für 4. Ja. Ist ein 3-2-Flieger, der einen Gnom macht. Ich glaube... Hier. Ah. Perfekt. So, das war der 3-3-Dino. So, was können die Rückseiten von den beiden? Das war eine 4-4-Kreatur, so wie weiß ich. Und bei Artefakt. Ja, Fahrzeug. Kann nicht geblockt werden. 2, 3, 4, 5, 6. Muss ich jetzt langsamer machen. Dann finde ich es wieder ganz interessant, mit meinem Lifelinker anzugreifen. Ja, gehen wir in Combat. Ja, dann würde ich den 6-7 nach vorher tappen. Abwehr 3. Ach so. Du kannst natürlich 3 bezahlen. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Ich habe ja keine Karten mehr. Dann bezahlen wir die 3. Dann darf auf jeden Fall der Flieger, der hier angreifen. Oh, das ist gerade echt schwierig. Ich muss noch kurz über meine Angreifer nachdenken. Nur die Flieger. Nur die Flieger wären dann 4 und 1. 4 und 1, dann nehme ich mal 5. Ich bekomme 1. Ja. Dann bin ich fertig. Dann bezahle ich die 4. Spiel die weglagernden Piraten. Die haben 3-3 und wenn die ins Spiel kommen und falls ich ein Artefakt kontrolliere, habe ich ja, tappe ich eine Kreatur meiner Wahl und lege eine Betäubungsmarke drauf. Ja. Dann nehmen wir hier den dicken Dino. Dann.
hast du noch 3 Kreaturen, 4 Kreaturen. Dann würde ich hier eine Marke runternehmen. Ja. Den 3-3er-Dinosaurier tappen. Ja. Dann würde ich den Piraten benutzen, um ihn zu bemannen. Ja. Und dann mit den 3 in Angriff gehen. Ja. Ja. Blocker? Mhm. Würde ich so blocken. Mhm. Und dann stirbt er hier mhm. und ich gehe auf 1. Ja. Und der erkundet noch einmal? Ja. Bist du dran? Das war jetzt 4. Kommt die Stun-Marke runter, die enttappen. 5, 8, 11, ja, reicht. Habe ich noch ein Land, das getappt reinkommt und ich versuche mein Glück mit Discover 4. 2 und 2. Ja, so. Nicht das geht in den Friedhof, sondern das geht in den Friedhof. Ja, kommt der rein? Ja. Kriegt 3 Leben. Jawohl. Das ist halt eine super enge Geschichte hier. Aber ja, ich glaube, das reicht. Du hast keine Blocker? Nein. Ja, Combat? Ja, reicht. 1 und 4 sind 5. 5 und 6 sind 11 und dann kommt noch der Große. Ja, ja, ja. Dann reicht's mehr als boah, genug. Da ich das noch gewonnen habe. Ja, zwischenzeitlich glaube ich ein bisschen unclever gespielt von mir. Mhm. Ja, ich war schon die ganze Zeit, oh nein, wenn er ihn flippt, oh nein, wenn er bemannt. Es war immer sehr, sehr eng, dass ich angreifen konnte oder nicht angreifen konnte. Ja, so ist es in Magic. Ja. Aber ich hatte Spaß. Hatte auch ein bisschen Spaß. Er hatte hoffentlich auch Spaß. Trotz ja. der Niederlage. Naja. Ja. Aber dann muss ich euch sagen, das war's leider für heute. 4 Runden sind um. Gucken wir mal gleich, wer an der Spitze steht. Mit 3-1 stehe ich noch nicht so schlecht, aber ganz oben wahrscheinlich nicht. Ja. Erstmal so. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis wir uns hier irgendwann kennenlernen. Auf bald. Ciao.